Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Ja, das gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe vorher eine Aufnahme gestartet. Ja, genau hier. Und da ist mir das Spiel abgekackt, aber ich fange mal ein neues an. Der sternenklare Himmel dieser Nacht deutete nicht im geringsten darauf hin, dass bald seltsame und mysteriöse Dinge geschehen würden. Als die ahnungslosen Muggels schliefen, fiel ein riesiges Motorrad mit einem Riesen, der breitbeinig darauf saß, aus den Lüften. Kann sie nicht skippen. Der Riese, Hagrid genannt, legte ein weißes Bündel aus Leinentüchern auf die Stufen des Hauses Nummer 4 im Ligusterweg. In diesem Bündel steckte ein Baby. Harry Potter, der Junge, der überlebte. Die darauffolgenden 11 Jahre verbrachte Harry bei seinen furchtbaren Stiefeltern, den Dursleys. Eines Tages jedoch erhielt er einen schicksalhaften Brief. Dieser Brief war die Einladung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Hagrid nahm Harry mit in die Winkelgasse, um mit ihm einige sehr ungewöhnliche Schulsachen zu kaufen. Bei Gringotts, der Zaubererbank, holte Hagrid ein schmutziges Päckchen aus Verlies 713. Hagrid meinte, dass dieses Päckchen, was immer auch drin war, in Hogwarts sicherer sei. Kurz darauf stieg Harry in den Hogwarts-Express, der auf Gleis 9¾ auf ihn wartete und ließ die Muggelwelt weit, weit hinter sich zurück. Dumbledore stand auf. In diesem Schuljahr ist das Betreten des Korridors im dritten Stock allen verboten, die nicht einen sehr schmerzhaften Tod sterben wollen. Harry saß da mit dem sprechenden Hut auf dem Kopf und hoffte, dass er nicht nach Slytherin, sondern nach Gryffindor kommen würde. Nicht Slytherin, nein? Flüsterte der Hut in sein Ohr. Du könntest groß sein. Es ist alles da in deinem Kopf. Und Slytherin wird dir auf dem Weg zur Größe helfen. Kein Zweifel? Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser nach... Hufflepuff. Gryffindor. Okay. Finde eine versteckte B-Karte. Okay. Das lag's ein bisschen. Entschuldigung. Orbis. Der Schulleiter. In Hogwarts gibt es viele Geheimnisse, Harry. Sieh also hinter jeder Tür nach. Du solltest jedoch wissen, dass du dabei nicht nur lohnende Entdeckungen machen wirst. Heute Morgen habe ich mich zum Beispiel vertan und bin an der falschen Stelle abgebogen. Plötzlich landete ich in einem Raum voller Schokofrösche. Als ich jedoch zurückkam, entdeckte ich, dass die Schokofrösche verschwunden waren und dass ich dort stattdessen eine ganze Horde gemeiner Feuerkrabben tummelte. Oh nein! Jetzt machte ich aber schnell auf den Weg nach oben zum Unterricht. Verspäte dich nicht. Endlich! Ich will nicht mit dir reden.
Friss das. Nicht den irgendwie betatschen. Ich vergaß zu sagen, ich habe das mal auf der PS2 gespielt. Oh, fick dich. Hey Harry, erinnerst du dich noch an mich? Ron Weasley. Meine Brüder Fred und George wollen dir etwas zeigen. Folgt mir. Zuerst will ich hier mal nachschauen. Habt ihr was? Ich muss eine Bildkarte finden. Das ist mein Ziel. Okay, ein bisschen Sound spinnen. Hallo Harry, wir zeigen dir, wie du dich am besten in Hogwarts zurechtfindest. Als Erstklässler musst du noch eine ganze Menge lernen. Folg uns, wir geben dir heimlich Unterricht. Wir sehen uns später beim Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Viel Glück, Harry. Yay. Wir bringen dir bei, wie man klettert. Wow. Ohne anzuhalten auf den Bücherschrank zu. Du kletterst dann automatisch hinauf. So cool. Auf dem Bücherschrank befinden sich Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Sammle so viele Bohnen wie möglich ein und komm dann nach nebenan. Okay. Das war so anstrengend. Oh mein Gott, jetzt brauche ich eine Pause. Puh. Wie schon mal gesagt, also habe ich nicht gesagt, aber es ist ein sehr altes Spiel. Von wo kommen die? Gut gemacht. Lass uns jetzt das Springen üben. Lauf auf die Kante zu und drücke die Sprungtaste, um hinüber zu springen. Wenn du runterfällst, kannst du wieder nach oben klettern und es erneut versuchen. Wir treffen uns dann nebenan. Wir nehmen eine Abkürzung und treffen dich dann dort. Okay. Gut. Wieso höre ich nichts mehr? Es ist der verrückte kleine Potter. Es ist Peeves, der Poltergeist. Er macht immer nur Ärger. Peeves kann Erstklässler nicht ausstehen. Nimm dich also besser vor ihm in Acht. Okay, tue ich. Leider, Potter. Du bist hässlich. Aber egal. Was kann ich... Boah, es laggt. Jetzt nicht mehr. Und du solltest dich besser vor mir hin. Leck mich. Boah. Das hab ich aber geklappt. Langsam scheinst du den Dreh raus zu haben. In Hogwarts gibt es verschiedene Süßigkeiten. Wenn du eine solche Süßigkeit aufheben möchtest, laufe einfach über sie hinweg. Mit Schokofröschen kannst du deine Energie aufladen. Es macht riesigen Spaß, Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen zu sammeln. Wir sammeln auch Bohnen. Wir brauchen 25 Bohnen, Harry. Komm zurück, wenn du sie alle gefunden hast. Komm zu uns und wir zeigen dir den Weg zum Unterrichtsraum. Oh Gott, bin ich jetzt erschrocken, dass der Geist da irgendwie durch uns durchgeschwebt ist. Also die Animation, das ist nicht unbedingt gerade berauschend, aber... Das Spiel ist aus 2003 oder so, also darf man sich nicht beschweren. Ich glaube, ja genau. Nein, ich kann hier nicht hoch. Warte. Wenn ich den aufnehme, da passiert sich ja irgendwas. Ich dachte, man konnte irgendwie diese Vasen betatschen und dann kam Bohnen raus. Egal. Wieso habe ich Leben verloren? Ah, jetzt muss ich zu den
zurück. Wende dich an Fred. Danke, Harry. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Ja. Wir brauchen die Bohnen für, naja, ein paar Experimente. Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Juhu. Den Geheimausgang über den Bücherschrank, um an deiner ersten Zauberstunde teilzunehmen. Viel Glück! Das finde ich das Einzige, was scheiße ist an Harry Potter 1, dass es so ein Tamtam drum macht, wie er eine Bildkarte aufnimmt. Okay, gucken wir mal diese Bildkarte an. Ja. Elfsammer geboren, Fragezeichen, Fragezeichen. Gegenwärtiger Schulleiter von Hogwarts gilt als einer der größten Zauberer der jüngeren Geschichte. Okay. Du tätest gut daran, mich mit Respekt zu behandeln. Das sind meine Kumpel Crane und Goyle. Sie sind auch ein Slytherin. Natürlich wird Slytherin den Hauspokal und den Quidditch-Pokal gewinnen. Du solltest uns besser aus dem Weg gehen, Potter. Kommt, Jungs, wir verschwinden. Okidoki. Hallo, Harry. Ich bin's, Hermine Granger. Wir haben uns im Hogwarts Express kennengelernt. Erinnerst du dich? Wenn du zum Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste willst, musst du durch diese Tür gehen. Folge mir. Wow. Ich bin Professor Quirrell. Heute wollen wir lernen, wie wir uns mit Hilfe des Flippenden-Zaubers gegen schwarze Magie schützen. Oh. Dies ist das Symbol für den Flippenden-Zauber. Halte den Maustaste gedrückt und zeichne das Symbol nach. Lass dann die Maustaste einfach weg. Ah, okay. Ah, shit. Das war nicht das Symbol, das ich erwartet hatte, Harry. Okay, gib mir nochmal. Du kannst es, Harry. Versuch es weiter. Ja, gib mir eine Chance. Yeah. Du bist noch ziemlich unsicher, Harry. Übe weiter. Fick dich. 5 Punkte für Gryffindor. Oh Gott. Versuch es nochmal, Harry. Das war jetzt scheiße. Das war scheiße. Das war scheiße, ja. Du bist noch ziemlich unsicher, Harry. Übe weiter. 10 Punkte für Gryffindor. Yeah. Mach weiter, Harry. Ich denke, der lässt mich nicht gehen, bis ich es perfekt gemacht habe. Fuck! Versuch es
versuch es nochmal. Oh komm, fick dich! Ich will nicht mehr in die Schule! Ah, scheiße. Ja, du Sack. Oh Gott, gut. Puh. Ausgezeichnet. Du kannst jetzt mit der Flipendo-Aufgabe beginnen, um den Zauber ein wenig zu üben. Folg mir, Potter. Wenn du drei geheime Orte. Die Maustaste gedrückt, um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Okay, erst. Probier ihn mal bei diesem Fass aus. Okay. Flipendo. Okay, tschüss. Ich weiß nicht, ob ich das noch fertig schaffe in diesem Part. Es laggt irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Oh, das sind Sterne. Ich kann diesen Stern aber nicht einsammeln. Wende den Flipendo-Zauber auf den Schalter an der Wand an, um die Tür zu öffnen. Okay, alles was ich. Du kannst den Flipendo-Zauber auf alle möglichen Dinge anwenden. Probier es doch mal bei diesem Kessel. Wirf ihn einfach um, Harry. Okay, das könnte ein längeres Let's Play werden, wenn der uns hier wie so ein Kind behandelt. Wow, ich habe mir einen verdingselten Stern verdient. Okay. Ich denke, nach diesem ersten Stern tun wir speichern. Wir können gar nicht speichern. Wo speichern wir? Und wieso höre ich eine Uhr ticken? Und wieso leckt es ab und zu mal? Gut gemacht. Nun mach dich auf die Suche nach den Sternen. Wir treffen uns dann später. Ja, ich möchte jetzt. Oh Gott. Ah nein, warte. Boah, es leckt. Jetzt nicht mehr. Was war jetzt da? Whoop! Whoop! Ich check's nicht, wieso es manchmal einfach laggt. Entweder ist dieses Spiel zu scheiße oder es ist zu scheiße. Ah, ein Speicherbuch! Hallo, Harry Potter! Ich bin der fast kopflose Nick, der Hausgeist von Gryffindor. Ja, schön. Mit diesem Buch kannst du das Spiel speichern. Ja, endlich. Wenn du es berührst, wird das Spiel automatisch gespeichert. Wow. Wenn deine Energie auf Null abgesunken ist, fängst du an der Stelle wieder an, an der du zuletzt gespeichert hast. Gut. Im Hauptmenü kannst du ein zuvor gespeichertes Spiel laden. Auf Wiedersehen. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt mal ins Hauptmenü, dass es nicht so laggt. Ja. Oh
Okay, gut, das war's für den ersten Part von Harry Potter und der Stein der Weisen. Okay, danke euch allen fürs Zusehen. Geht auf meinen Kanal für andere Videos. Ich würde euch sehen im nächsten Video. Bye-bye!